Moin Moin und hallo, da sind wir wieder zu Let's Play Crysis 2. Weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Okay, werde ich tun, aber zuerst werde ich jetzt mir Annäherungsalarm kaufen. Und jetzt höre ich immer, wenn Gegner in der Nähe sind. Zum Beispiel dieses hässliche Mist. Los, stirb. Nummer 1. Wo ist Nummer 2 hin? Naja, ist ja auch egal. Und da gibt es auch direkt wieder einen Muni-Vorrat. Aber ich glaube, unsere Munition ist sowieso schon so gut wie voll, ja. Oh oh. Achso, ich dachte, das wäre schlechtes Wasser oder so, dass man direkt dran krepiert. Humanovision aktiviert. Cool, wozu sollte ich das jetzt aktivieren? Damit ich wenig. Oh. Was war das? Naja, ich renne hier mal den Tunnel weiter entlang. Double kill. Tarnfeld aktiviert. Hey, ich wollte doch einen Stealth filmen. Achso, ging ja auch. Sehr schön. Was soll ich mit einer Scar-Fernkampf? Ganz ehrlich. Und wieder in Deckung gehen. Stirb, du hässliches Bastardviech. Und da ist ja noch so ein hässliches Viech. So, noch Nanokatalysator einsammeln, wenn ich immer rüberkommen würde. So. Da hat's ihn auch hingerafft. Meine Muni ist schon wieder fast leer, nehme ich mal die Carbolt. Tarnfeld aktiviert. Granatenmunition und normale Munition, das ist doch hier schon perfekt. Lade ich mal erstmal nach. Und auf wie geht's. Noch 96 Meter. Die dreckigen, ey. Okay. Das war gerade irgendwie verbuggt, das Viech. Schießen wir aus der Deckung hier heraus. Glaub mir, das wird dir nicht gut gehen. Das ist Kackviech. Nochmal Nano-Katalysator mitgehen lassen. Will das Viech mich verarschen?
war jetzt verdammt knapp. Ich sollte öfter den Panzerungsmodus verwenden. Und da sind wir auch schon an unserem Ziel angekommen. An dieser Tür. Juhu. Tür öffnen. Hallo. Hallo. Ja, Radio hören. Für alle, die immer noch in dieser zerstörten Stadt ausharren. Ich habe einen Funken Hoffnung für euch. Oder zumindest sowas ähnliches. In einem brandaktuellen und völlig erstaunlichen Anfall von gesundem Menschenverstand wurde Cell das Mandat für New York entzogen. Oh mein Gott. Werden Elite-Soldaten aus unserer Stadt jagen. Jetzt ändert sich was, Leute. Einige von euch wissen. Juhu. Freudensprünge. Naja, wollen wir mal weitergehen? Oh, eine Sniper. Meine Männer. Deshalb ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte gehofft, nun wie auch immer. Der Krieg fordert eben Opfer. Die müssen wir alle bringen. Versuchen Sie, Ihre Scan-Ausrüstung zu finden. Dann würden wir wenigstens vor dem gewarnt, was uns hier erwartet. Okay. Hier sind nur kleine hässliche Kackviecher. Mitchell Reeves. Außer Tara Strickland war er der Beste, den ich hatte. Aufgrund des Feedbacks, den ich von Ihnen bekomme, würde ich sagen, der nähert sich ruhenden Leben. Okay. Das Teil behalte ich mal. Munition voll, aber was kann man denn da dann aufnehmen für Munition, frage ich mich gerade mal so. Ne, ich behalte es, wie gesagt, erstmal. So, hässliche kleine Viecher töten. C4 ist auch voll, ich habe alles voll, das geht ja gar nicht klar hier. Oh, hässliches Drecksviech, ey. Oh. Explosion unmittelbar bevorstehend. Dann sollte ich mal in Deckung gehen. Kaboom. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir sie in die zentrale Struktur bringen. Anhand der Pläne, die Reeves und sein Team senden konnten, hallo, Telefon. Sie sprengen eines der Röhrensiegel und verschaffen sich über den Riss Zugang. Suchen Sie nach Schwächen in der Struktur. Von welcher Struktur redet er da? Taktische Optionen verfügbar. Das interessiert mich herzlich wenig. Holy shit. Wie ein Korallenökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu dem Schaufel aktiviert. Hässliches Mega Drecks. Das war am Ende der letzten Folge auch schon mal. Soll ich das töten oder mich einfach dran vorbeischleichen? Okay, ich glaube, jetzt gibt es keinen Drumrum mehr. Ich habe keine Ahnung.
einen Schuss habe. Jetzt kann ich nur noch Granaten werfen. Ja, ich habe ja jetzt auch hier die Minigun. Noch so ein hässliches Viech. Und noch eins. Sind die alle wahnsinnig oder was? Warum frage ich das eigentlich? Natürlich sind die Aliens wahnsinnig. Na gut. Ach komm, leck mich doch, du hässliches Mistviech. Alles kaputt hier. Aber sie müssen das Ganze bei den anderen Römern wiederholen. Dann müssen das gesamte System unter Hochschlag stehen. Es ist kack, wie ich geh sterben. Holy shit, ich hab's überlebt. Das Auto. Energie aufladen. Okay, actionreich geht's weiter. Dadurch oder hier oben. Eindeutig unten durch. Da ist Munition. Vielleicht sollte ich mir die zuerst holen, ist sicherer. Wie kann dieses hässliche Mistviech so präzise sein? Ach, wisst ihr was, weil das so einen Spaß macht. Bam! Okay, und weiter geht's. Das Teil hatten wir schon, da müssen wir jetzt hier lang. Hoch da. Kontrollpunkt erreicht. Taktische Optionen verfügbar. Ach ja, das wäre mit F. So, das Mist. Kann man nicht markieren. Das Mistviech. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Weg mit dem Dreck. Und ich guck mir mal kurz die Aufnahme an. Bis gleich, Leute. Ciao.